Ahoi, ein kurzes Vorwort. Dies ist eine von 5 Folgen, bei der mir bei der Aufnahme leider ein Fehler unterlaufen ist. Da ich mich derzeit mit Streamlabs OBS beschäftige, um mich auf Stream vorzubereiten, ist mir bei der Aufnahme leider ein Fehler unterlaufen, der dafür gesorgt hat, dass die Bitrate sehr gering ist. Dadurch sehen diese Folgen ein wenig weniger gut aus als bisher gewohnt. Bitte das zu entschuldigen und wünsche dennoch viel Spaß. Ahoi und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, ein wenig ist passiert. Lass mich mal reinrücken. Ja. Ein wenig ist passiert in der Zeit. Ich habe jetzt ein, zwei Tage nicht mehr gespielt. Ich habe meine Wohnung ein wenig anders gestaltet und auch ein bisschen. Das sieht man vielleicht im Hintergrund. Ich bin woanders. Ne? Und was habe ich noch gemacht? Ich habe ein paar Weltquests mit meinem Charakter gemacht, zwischendurch, wenn ich mal Zeit hatte zu spielen. Und habe dadurch jetzt auch ein bisschen Equip gesammelt. So, hier so ein bisschen. Aber ich habe geschichtlich nicht weitergemacht. Also so gar nicht. Aber da hatte ich heute mal wieder ein bisschen Bock drauf. Und deswegen dachte ich, schmeiße ich mal die alte VHS-Kamera an und leg los. Und das Erste, was ich machen wollte eigentlich, was glaube ich... Das ist hier glaube ich nur eine Weltquest. Was eigentlich dazugehört und was ich noch nicht gemacht habe, ist nämlich hier so eine Insel-Expedition. Das ist nämlich auch eine Gruppenquest, glaube ich. Konkurriert mit anderen Teams um Azerith-Vorkommen, die auf bisher unentdeckten Inseln verborgen liegen. Oder PvP sogar, wenn ich das richtig sehe. Und dieser Speerbericht listet die Inseln und Kreaturen auf, die ihr diese Woche entdeckt. Wählt einen Schwierigkeitsgrad und setzt die Segel. Normal, heroisch, mythisch, Spieler gegen Spieler. Kann ich mir eins aussuchen? Nee. Ich nehme einfach nochmal normal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir haben zwar diese eine Quest gemacht, bei der wir da ein bisschen rum... Ist es heiß hier oder bin ich das? Heizt mir die Stimmung etwas auf. Nur ein Witz. Noch. Natürlich bin ich das. Ich hasse dich. Kann ich dich da reintreten? Ins Wasser? Arschloch. So. Könnt ihr das Salz in der Luft schmecken? So fühlt sich zu Hause an. Schmeckt nach Maggi. Was ist das hier? Warum dauert das lange? Muss ich da überhaupt als... Ich konnte mir gar keine Rolle aussuchen, ne? Wie genau mache ich denn da? Ich meine, ich warte jetzt, oder wie? Gut, werden wir sehen. Wahrscheinlich verkacken wir am Anfang, aber egal. Wir haben ja nebenbei noch anderes zu tun. Nämlich wollten wir die Quest... Okay. Oh, ich muss die Idee machen. Moment. Dann gehe ich auf Frost. Waffen. Wo sind meine Waffen? 1. Ich bin mir sicher, ich hatte eine zweite Waffe. Ich weiß gerade nicht, wo die ist. Da. So, nu. Damit 6. Nee, ja doch, damit 6000 Azerith. Beginnt in Kürze. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Da, Freunde. Jetzt bringen wir mal den Detektor in Stellung. Was genau machen wir hier? Keine Ahnung. Das hier, ich will das sammeln. Okay. Die beiden wissen, glaube ich, was abgeht. Ich renne ihnen mal hinterher. Ach du Scheiße. Ich hau das. Ich hätte vielleicht doch auf Tank bleiben sollen. Obwohl es geht. Bisher. Ey, hol's denn? Ich hau dich jetzt. Komm her. Alter, wieder. Ein bisschen laut. Ich müsste das vielleicht ein bisschen leiser machen, das Spielchen hier.
Obwohl ich jetzt natürlich wieder auf 20% habe. Also, ah, die Horde ist angekommen. Dann wird sie gleich interessant. Wer ist er denn? Dahin? Irgendwas hauen oder wie? Ich hau das. Vollkommen okay. Ich sehe zwar immer noch nicht genau durch, was ich hier mache, aber ich mach das mal. Oh, Alter, Kopf her. Achso, ich habe ja. Doch, ich habe einen Todesgriff. Warum kann ich den gerade nicht benutzen? Kommen wir zur Sache. Was ist er denn? Ja, alles mit. Ist halt egal. Für einen strategischen Rückzug. Nicht schlecht. Also, das sind jetzt keine Allianzspieler. So, wohin du? Das hier? Ich will das drücken. Ja, super! Was ist der? Und wo rennen die hin? Oh, ist noch ein Hüter. Okay, dann gehe ich damit nach oben. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Sammeln einfach irgendein Sch. Nach dem Tod so zu viel. Was ist der? Ich frage mich gerade, warum das nicht auf meiner Steuerung mit drauf ist. Und warum das genau darüber ist. Das ist natürlich auch bescheuert. Geh zu, weg. Aber ich kann das natürlich jetzt nicht verändern mit dem Kampf. Aber ich kann es auch nicht drücken, solange ich im Kampf bin. Das wird doch nicht genauso dämlich. Das ist ja mein Mist drüber. Hier. Ich habe kein Ziel. Verdammt. Nimm doch einfach den Mist jetzt hier. So. Okay. Ich muss jetzt hier mal kurz, wenn der Kampf vorbei ist. Der Brocken Azerit ist gerade aus der Erde gebrochen. Los geht's, sack das Zeug ein. Was soll ich einsacken? Was? Ui. Ui. Diese dicken Brocken, die leben irgendwie und boxen. Das ist irgendwie. Exzess. Komm her, du Sack! Hier hau ich eine Delle ins Gebälk! Hey, ihr leistet gute Arbeit! Die Hälfte haben wir schon mal! Ich muss auf jeden Fall den Sound ein bisschen leiser machen, weil das ist ja. Greife ich jetzt schon wieder selber an. In den Wellen bewegt sich irgendwas. Sieht so aus, als sind gerade Saurok aufgetaucht. Und zwar eine ganze Menge. So. Ich bin schon auf 20%, das ist krass. So, 9? Ich komme nicht genau auf 10. Egal. Was habe ich hier eigentlich alles? Nach dem Tod so und so viel Wert, verursachter Schaden erhöht. Das ist also irgendwie das Pendant zu den damaligen Szenarios hier, oder was ist das?
Nur, dass es halt immer um dasselbe geht, oder wie? Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt die Szenarios noch? Ich habe die eigentlich ganz gut gefunden damals. Kann man ein bisschen was von der Geschichte mitkriegen. Selbst wenn man sich durch alles nur durchgeklickt hat und gar nicht richtig gelesen hat. Hinten eigentlich. Oh. Nun hau mal ab jetzt hier. Zum Beispiel konnte man da sehen, wie Garrosh die Mana-Bombe auf das Dorf von, wie hieß sie noch? Ich komme auf den Namen jetzt nicht. Ach, auf die olle Zauberin hier. Verdammt, ich komme auf den Namen nicht. Wo reitest du eigentlich hin? Wo ist das? Melone. Ich bin in keinem Kampf verwickelt. Geh weg. Unfassbar. Renn ich halt so. Ah, okay. Das heißt, man sucht sich eigentlich nur die Ras hier, kloppt die ein bisschen weg und dann ist Feierabend, oder wie? Zeit für einen strategischen Rückzug. Na, kommst du. Wieso lassen die sich nicht krabbeln? Das finde ich ein bisschen... Keine Bewegung. Sag mal. Wieso hält er sich? Rast ja aus! Fall tot um! Doch, ist es. Und du willst, dass wir uns da mit denen da hinten kloppen, oder? Was ist er denn? Kommt schon wieder angelatscht. So. Hier mal raufhauen, oder was? Mache ich doch mit Freuden. Wir nehmen das mal. Pupp. Ihr habt's fast geschafft. Strengt euch doch mal an. Ach gut, er hat nochmal gesagt. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, doch mal, wie so, hä? So. Nein, ich kann nicht unterbrechen. Jetzt kann ich gut. Okay, man ist also in einer ganz normalen Dreiergruppe, rennt hier rum und... Wir sind soweit. Ja, verpassen wir dem Allianzschiff noch eine Breitseite im Vorbeifahren. Okay, was? Da habe ich sogar eine Quest bekommen, die können wir gleich mal vorlesen. Läuft noch alles? Scheint noch alles zu laufen. Hilfe! Die Kleinen haben unsere Schriftrollen gestohlen und sich in wilde Tiere verwandelt. Wir haben Schriftrollen der Bannung, aber um sie einzusetzen, müsst ihr nah genug ran. Seid vorsichtig. Schnauzrauma. So. Verwittertes Flugblatt. Dieses Schriftstück ist offensichtlich ein massenhaft produziertes Flugblatt einer Agentur, die Azerit ankauft. Ihr könnt ein paar der blumigen Sätze entziffern. Euer Reichtum liegt im großen Meer und alle werden reich. Seid ihr dabei? Von den damit verbundenen Gefahren ist keine Rede. Aber ganz unten auf der Seite stehen zumindest ein paar Kontaktinformationen. Findet den Urheber des Flugblatts. Okay, und wo soll er sein? Was ist das denn? Was? In Gadgetzan. Oder in Gadgetzan. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Gadgetzan, habe ich immer gesagt. Wie komme ich denn dahin? Über die Höhlen der Zeit könnte ich dahin kommen. Ja, komm, das machen wir fix. Ich wollte ja eigentlich... Oh, ich dachte, ich gehe jetzt schwimmen. Ich wollte ja eigentlich... Was wollte ich sagen? Achso, ja, die Quests auf den Kul Tiras-Inseln weitermachen, wo die Allianzler questen. Denn ich würde gerne die eidgeborenen Orks mir auch freischalten und auf Ehrfürchtig. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber ich hätte die schon ganz gerne in meinem Repertoire als Rassen. Das gerne hätte ich gerne dabei. Jo, ich habe hier noch einen schicken Ladebildschirm. Nee, der ist hier ja, von Legion. Kann man hier, wer lesen kann und so. Da müsste ich auch mal noch alle Raids machen, damit ich die voll kriege. Ich meine, ich glaube, bei dem Schlachtzug-Browser habe ich, glaube ich, alle gemacht. Ich überlege gerade.
Alter, lad doch noch langsamer. Vielleicht sollte ich mal irgendwann in bessere Festplatten investieren. Ich habe bisher nur in Größe investiert. Oh, nun reicht's aber auch. So, wurde ja auch Zeit. Gut, dabei will ich ja eigentlich nur zu so einem blöden Portal. Als Abkürzung. Ja. Jetzt würde ich als Abkürzung geht. So, ich weiß gerade gar nicht, war das Portal hier? Hey, noch ein Ladebildschirm. Na, Zein, Zinn. Bin nicht so schnell wie du. So, was haben wir denn hier? Würmrut-Tempel, Dalaran-Krater, nach Karasan. Stadtrat Höhlen der Zeit, genau da wollte ich hin. Und noch ein Ladebildschirm. Ich hoffe, ich denke dran, die etwas länger dauernden Ladebildschirme rauszuschneiden. So, jetzt will ich hier raus. Hui. Und dann müssten wir den auch hier in der Nähe finden, ne? Ja. Ach, schön. Das ist eigentlich... Eine Sitzheizung hat das Ding. Also, ich meine... Das sieht ja schon ein bisschen hot aus, ne? Hui. Der müsste doch bestimmt noch eine Sitzheizung haben. Ist doch bestimmt warm am Poppes. So. Erstmal zurück in die alten Königreiche. Ich frage mich auch. Das heißt, ich frage mich. Ich überlege eigentlich, besser gesagt, ob ich mit den. Wenn ich die Frage gestellt habe mit den anderen Rassen, ob ich mir da noch ein paar Klassen hochziehe. Ein Jäger wäre noch ganz nett. Ich habe da zwar irgendwie einen rumguffeln auf 70, aber so. Nee. Neu ist ja immer besser. Da hinten sitzt er. Oder er. Der Jordel Flanschbieger. Hi, wie geht's? Ja, hi. Verwittertes Flugblatt. Seid ihr wegen des Flugblatts hier? Was denn? Habt ihr jemand Grünes erwartet? Hört mal, wir brauchen schließlich alle was zu essen. Ich habe eine Familie zu Hause und der Krieg nimmt uns das ganze Essen weg. Böser Krieg. Ist doch nicht mein Problem, wenn Abenteuer Grünschnäbel mit Gold im Kopf in Schwierigkeiten geraten. Es hört sich eher nach eurem Problem an. Also, wenn ihr mir nicht euer Aserit verkaufen wollt, dann haut ab. Der große G mag es nicht, wenn ich zu viel quatsche. Habe ich da gerade G gesagt? Vergesst das. Hier, nehmt das nehmt einfach etwas von meinem Aserit und haltet den Mund, ja? Hinfort, hinfort. Wer ist denn der große G? Schönen guten Tag. Goel? Garrosh? Da unten... Achso, das ist bestimmt hier. Irgendwer macht doch hier gerade die Quest oder was? Ja. So, und wir kommen jetzt wieder zu. Oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder zurück? Ja, gut. Wir nehmen einfach den Ruhestein und haben dann wieder ein Ladebildschirm. Nein! Wieso? Ah. Ladebildschirm. Gut, der ging sogar ein bisschen schneller. Da, ich habe mir den zwar aufgeschrieben, aber mal sehen. So, und da wir das jetzt gemacht haben. Halt. Nee, wir wollen nach unten. Können wir jetzt eigentlich auch nach Kul Tiras? Blutelf-Paladin. Das sieht aber nicht aus wie ein Blutelf. Bestimmt einer dieser seltenen Blutelfen, die der Schokolade verfallen sind. Gut, dann können wir ja mal gucken. Wird. Schlacht um Sturm gerade. Das ist gerade dazugekommen, weil ich die Quest gemacht habe, oder was war das jetzt? Das können wir, glaube ich, nicht brauchen. Nö. Scheiß rum. So. Das ist aber hier unten. Ach ja, und da fällt mir gerade ein, ich habe eine schlechte Nachricht, habe ich auch noch. Ich wollte ja eigentlich noch was machen, ein Ereignis, was mitnehmen. Das Problem ist jetzt, dadurch, dass ich hier so viel zu tun hatte und dann gar nicht zum Aufnehmen kam, ja, ist das Ereignis leider vorbei. So, das Braufest ist heute, ich glaube heute Morgen um 10 Uhr leider, ja, beendet worden. Ich hoffe... Dass ich es schaffe, wo ist es denn? Hier, die Schlotternächte auf jeden Fall mitzunehmen. Ja, das Braufest war leider irgendwie... Greift an und vernichtet die Allianz in ihrer neu errichteten Befestigung in Sturm...
Burg Sturmgarde. Wieso kann ich gerade Stromgarde? Wieso kann ich gerade nicht lesen? Da will ich das machen. Was gibt's denn dafür? Oh, gar nichts. Ja, später. Und Quest hier, ne? So, wir wollen aber erstmal im Geschichtsstrang mit der Quest weiter und nicht hier den Tortolanern dabei helfen, dass ihre Kinder da nicht so einen Scheiß machen. Vor allem können die auch mal ein bisschen besser auf ihre Scheißrollen aufpassen, hier auf diese Pergamente. So, Quest, wir hauen ab. Ciao. Ladebildschirm, geil. Ah, geht aber schneller. So, und da ist die Quest. Sehnsüchtig hat sie auf uns gewartet. Weiß man ja. Der alte Pestrufer ist ja schon einer, der voller Sehnsucht auf andere Menschen wartet. Guten Tag. Fasst euch kurz. Was ist mit dem, Alter? Hat der ADHS? Was ist mit ihm los hier? Hau ab! Knuckel, du. So. Brechen der Moral von Kultiras. Wir sind da. Jetzt gilt es, den Einheimischen etwas Ärger zu bereiten. Natana schaut zuerst euch und dann den Rest der Gruppe an. Welche Gruppe? Doch nicht Knuckel, hoffentlich. Wir machen doch keinen allzu verdächtigen Eindruck, oder? Nee, geht so. Ins Herz von Tiragarde. Der erste Schritt besteht darin, eine geeignete Einsatzbasis zu errichten. Zur Not tut es auch eine Piratenhöhle, aber ich glaube, der Kriegshäuptling erwartet etwas Besseres von uns. Teilen wir uns auf und stoßen wir tiefer ins Landesinnere vor, und zwar Richtung Westen. Haltet die Augen nach etwas Unauffälligerem auf, das sich gut verteidigen lässt. Trefft euch mit Nathanos und Lillian im Zentrum der Tiragarde-Sunds. Des Tiragarde-Sunds. Wer ist denn Lillian? Achso, da. Wir werden dafür sorgen, dass ich wegrenne. Dass die Kultiraner es sich in Zukunft gut überlegen, sich gegen die Horde zu stellen. Jetzt haut ihr einfach ab. Ich bin wieder allein. Ach, da hinten wollen die hin. Gut, dann juckel ich da mal hin. Und lausche der Musik. Soll ich da hin? Das wäre cool. Das sieht ganz geil aus eigentlich. Aber bestimmt nicht, oder? Nee. Wir müssen da hin. So. Mit O. Was ist das da? Ein Humanoid. Ja, grauslich. Ja, da habe ich das Braufest leider verpasst. Das ist ein bisschen schade. Denn eigentlich wollte ich da so... Also ich habe das mal ganz am Anfang alles gemacht. Deswegen kriege ich auch mehr Bier des Monats. Aber irgendwie ist schon weit hinher. Und so ein bisschen hätte wahrscheinlich Spaß gemacht, da noch was zu machen. Ich meine, es wäre nicht viel gewesen. Es wären ein paar Quests, ein bisschen hin und her renne. Aber jetzt habe ich es ja halt nicht hinbekommen. Das finde ich ein bisschen schade. Was ihr wollt. Geht mal weg. Muss ich überhaupt lang? Ja. Da. Steht auf dem Berg. Steht hier auf dem Berg. So, ich nehme mal die Abkürzung. Mittelland-Hirschkuh. Ah, guck mal da. Da ist schon ein Flugpunkt. Warum ist hier schon ein Flugpunkt? Da funktioniert das Phasing noch nicht so ganz. Gut. Also, Thanos, was willst du denn? Ach, du willst hacken. Ja, ich hack dir auch gleich eine. Hau mal ab jetzt. Ich kann dir mal eine Ecke aus Gesicht raushacken. So. Feierabend. Ins Herz von Tiragarde. Hatten wir das nicht schon? Nathanos wirft einen Blick um die Ecke auf das Lager der Raubeine von Kultiras. Das wird ausreichen. Hier sind wir erstens gut im Wald versteckt und zweitens scheinen die Einheimischen nicht sonderlich helle zu sein und sollten sich leicht überlisten lassen. Die überlisten, die können wir aber kaputt hauen. Unser Berg.
Deadbreath, kümmert euch um diese Raubeine. Sie mögen sich ja für harte Kerle halten, aber eine Kostprobe eurer unverkennbaren Horde-Brutalität dürfte sie ganz schnell in die Flucht jagen. Lillian, ihr kundschaftet die Gegend aus. Wir müssen wissen, ob es in der Nähe irgendwelche Bedrohungen gibt. Waldläufer sichert das Gelände. Wir treffen uns dann im Lager der Raubeine wieder, wenn Deadbreath mit seiner Arbeit fertig ist. Bitte 10 Raubeine. Ja, machen wir. Jetzt flattert da so ein kleines Fliegenmist rum. Das ist ja ekelhaft. So, 10. Das machen wir aber auf die schnelle Art und Weise. Upp. Und wir nehmen den. Und du kommst hier hin. Das kann dann eigentlich weg. Das kommt dann hier nach oben. Und das hier ist so gedöhnt. So. Dann rennen wir doch mal hoch. Habe ich irgendwas, was ich nicht tragen sollte? Mag zerfetzern? Nö. Alles klar. Doch. Ich hätte gerne mal 10 Leute gesprochen. Ich fütter die Fische mit euch. Jo, das ist aber nett, du. 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Das sieht doch gut aus. So, Kines. Jetzt gucken wir mal, dass wir euch ein bisschen kaputt kriegen, ne? Was ist mit der? Ja, ist okay. Kommt mal hier. Eine nach dem anderen können wir das hier mal regeln, nicht wahr? Gehören wir alle der See. Da hast du wohl recht. Oder auch nicht. Wenn ich mich jetzt bestatten lasse im Weltall, dann nicht. Am Ende gehören wir alle der See. So, ich hätte gerne noch gelootet. Danke. Ciao. So. Ich finde auch schön, dass die Wachen auch sofort hier sind. Was wir machen. Was wir machen. Hat er keinen gekriegt? Okay, also ich finde es sowieso schon lustig, so in der Aufnahmekabine zu stehen. Ey, du musst mal die Wache synchronisieren. Schön. Warum nicht? Kann man ja mal machen. So. Fallt mir nicht auf die Nerven. Unser Bergnator sieht sich im Lager um und nickt zustimmt. Das wird ausreichen. Bewegung. Von Haven, die Stadt, die wir gerade passiert haben, scheint die größte Bedrohung in dieser Gegend zu sein. Gut, dann wird es unser erstes Ziel. Alles klar, mach ich. So, Baum, geh mal aus dem Bild. So. Ich lebe in den Schatten. Ja, okay. Wir müssen den Kultiranern zeigen, was das bedeutet, sich der Horde zum Feind zu machen. Ihr scheint euch mit der Horde arrangiert zu haben. Anscheinend hatten meine Fertigkeiten die Aufmerksamkeit der Mächtigen erregt. Wurde gewissermaßen rekrutiert. Versteht ihr, was ich meine? Verzeiht, trotz meines Berufs gehört die Subtilität nicht zu meinen Stärken. Aber dennoch erkenne ich eine Gelegenheit, wenn ich sie sehe. Welche Art von Gelegenheit? Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass Sylvanas diesen Krieg dazu nutzen wird, noch mehr Verlassen in diese Welt zu bringen. Meine eigene Verwandlung war schwierig. Ich musste viel verarbeiten, hatte viele Rechnungen zu begleichen. Ich habe nicht alles davon hinter mir gelassen, aber ich verspüre auch ein gewisses Verantwortungsgefühl, den frisch Erweckten dabei zu helfen, sich mit ihrer Situation zurechtzufinden. Ich kann ihnen vielleicht die Schmerzen ersparen, die ich ertragen muss. Und was mit der Allianz? Als ich noch lebte, wurde mir der Hass auf die Untoten anerzogen. Ich wurde dazu ausgebildet, sie zu vernichten. Und als ich dann eine Verlassene wurde, hasste ich mich vor allem selbst. Doch nun erkenne ich, dass es die Allianz ist, die diesen Hass nährt. Die Königreiche der Menschen verabscheuen ihre einstigen Brüder und Schwestern, weil wir sie daran hindern, was sich unter der fleischlichen Fassade verbirgt. Es wird Zeit, ihren Kreislauf des Hasses zu durchbrechen. Die Allianz verdient es zu fallen. Es gibt viel zu tun. Wer bist du eigentlich? Also, wo kommst du her? Lillian Voss. Untersuchung von Bronnhaven. Wenn ihr schon in Bronnhaven seid, könntet ihr euch auch ein wenig nach Informationen umhören, die für uns nützlich sein können. Ihr werdet überrascht, was man alles erfahren kann, wenn man schweigt und nur den Leuten zuhört, die denken, dass sie alleine sind. Spioniert die Bewohner aus. Bleibt wachsam. Und du? Was wollt ihr?
Ich hätte gern deine Aufmerksamkeit. Ist er denn da? Guten Tag. Macht euch nützlich. Raus damit. Okay, will nicht mehr sagen. Gemütlich einrichten. Blockhütten müssen zur Not reichen. Aber wenn wir hier einige Zeit verbringen wollen, können wir es uns auch bequem machen. Die Raufbolde haben uns reichlich Holz und Nahrung hinterlassen, aber wir brauchen Segeltuch und Ketten, um vernünftige Zelte und Banner der Verlassenen aufzustellen. Urnhaven macht einen recht plünderungswürdigen Eindruck, nicht wahr? Besorgt 7 Kettenstücke und ich möchte die auch noch beklauen. Denkt dran, Brunhaven ist eine große und gut geschützte Siedlung. Bleibt am Rande der Stadt vorerst. Ich wollte nämlich gerade sagen, anstatt uns hier irgendwie so ein Zeltlager aufzubauen, könnten wir uns doch einfach ja, darunter begeben und die plätten. So, aber... Was weiß denn ich wieder? Ja, jo, da unten ist was. Da unten ist auch was. Groß ist sie gar nicht, also... Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So... Soll ich ja nicht was töten? Nö, ne? Was ist das? Ich hasse das. Geh dann weg jetzt. Ja. Was ist denn da? Ach, der untersucht auch gerade. Ah ne, da soll ich mich hinstellen. Ach so? Erstmal muss ich den Anker klauen. Ich habe den Anker in die Tasche gesteckt. Ich bin ein großer Junge, ich kann das alles mitnehmen. So, und jetzt soll ich aber stehen bleiben. Sind die Schießpulverlieferung aus der Aschenwindgießerei da? Ja, Stein, Kapitän, Stein. Na, dann ladet ihr auf das Schiff. Diese Sprengstoffe sind uns eine Gefahr. Schon dabei, Kapitän. Hm. Eine Gefahrenquelle. Also entschuldige mal, geh doch mal bitte weg jetzt. So, nehme ich hier noch ein Segeltuch mit. Und dann soll ich da hinten. Okay, ich soll da und da hinten spionieren. Kann ich von hier unten klauen? Ja. Geil. Die Ketten haben wir. 3 Segel. Wo nehme ich denn das? Was ist das hier? Oh, ein Eremitenkrebs. Wieder. So, ein Siegel noch. Und da soll ich lauschen. Komme ich da hoch, ohne dass sie mich sehen? Nein! Ach! Warte, John, wenn ihr mit dem Schießpulver nicht aufpasst, verliert ihr doch eine Hand. Was? Das ist eine Bombe? Ich dachte, das wäre ein Avocado. Nein, das ist eine Bombe. Jetzt kommt die schon wieder an. Aber warum? Also mit den Klamotten brauchst du dich doch nicht mit mir prügeln. Das, also kommt die hier im Nachthemd an? Alter, wieso hält die so viele Schläge aus? Wollt ihr mir vielleicht Sorgen machen, ob mein Todesritter vielleicht doch schwächer ist, als ich glaube? So eine zierliche Dame mit nur mit Hemd und Hose an. so eine riesen Waffe an den Kopf kriegt und immer noch unbeeindruckt ist. Ja. Vielleicht doch nicht so hart, der Typ hier. So, ich will da hoch. Na, ich muss wieder rumrennen. So. Wo ist denn hier los? Ja gut, ich soll euch jetzt alle umhauen, dann ist wahrscheinlich keiner mehr hier, den ich belauschen kann. Aber gut. Was weiß denn ich?
Aber Baum, geht aber aus der Kamera jetzt. Keine Manieren, diese Bäume von heute. Hör weg. Ja, nu? Bin ich froh, dass wir heute hier draußen eingesetzt werden. Kapitän Stein wirkt irgendwie wirklich aufgeregt. Hab gehört, das hat mit der ganzen Kiste zu tun, die wir von Aschenwind bekommen. Also hast du sie von Aschenwind bekommen? Ich hatte den Frosch im Hals. Weil die haben Rüstung an. Aber die anderen nicht. So, das ist, ja. Oh gut. Die Ziege hat ja auch keine Rüstung an. Ne, Ziege? So. Ja, alle komische Geräusche, die Viecher. So. Fallt mir nicht auf die Nerven. Gemütlich einrichten. Hat, bitte was? Hat Bro nicht etwas mit Brücke zu tun? Bei einem Namen wie Bronnhafen gehe ich davon aus, dass die Stadt ein Umschlagplatz für viele Vorräte ist, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Gemütlich einrichten. Ich werde dafür sorgen, dass die Weitläufer sofort ihre Arbeit beginnen. Lasst euch nicht töten. Ach du erwächst mich doch eh wieder. So. Sprengstoff in der Aschenwindgießerei. Diese Information können wir mit Sicherheit verwenden. Gut gemacht. Es klingt so, als ob dieser Kapitän in Stein noch eine große Nummer ist. Es wäre doch schade, wenn er etwas zustoßen würde. Aber am meisten interessiert mich dieser Sprengstoff. Trefft euch mit mir in der Gießerei östlich von hier. Ihr seid wahrscheinlich auf eurem Weg von Raubhafen hindurchgekommen. Trefft euch mit Lillian Frost. Trödelt nicht. Mach ich nicht. Ah, was ich auf jeden Fall auch machen werde, ist erstmal diese. So, einen Dachschaden haben. Nein, die Folge beenden. Weil ist schon wieder ein bisschen länger geworden, sagt meine Zeit hier. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, wieder Frui und Ahoi.